Ey, Leute, bevor es losgeht, ich weiß, es ist gerade eine schwere Zeit, weil es gibt ja kein Shadowrun auf YouTube. Also generell kein relevantes oder gar regelmäßiges. Aber ich habe gefunden, oder Flomi hat gefunden, eine Gruppe, die betrieben wird, sehr gut, vom Spielleiter mit dem Namen Kor. Leerzeichen Sar ist verlinkt, ist nämlich, glaube ich, nicht das erste, was in der YouTube-Suche aufpoppt. Das zieht ihr euch rein. Da geht ihr jetzt als erstes hin. Das ist meiner Ansicht nach, und nur meine Meinung zählt bekanntlich, das Beste, was in den letzten 2, vielleicht 3 Jahren auf YouTube mit Rollenspiel rausgekommen ist. Also, das ist ziemlich cool. Ich habe bisher noch nicht alles durch, aber zwei Drittel Folgen. Und die sind da ein bisschen länger. Das ist einfach sehr cool. Die sind alle sehr unaufdringlich sympathisch. Mit einem sehr schönen Humor tatsächlich auch. Ja. Und spielen Cyberpunk, genau. Und das ist auf jeden Fall hörenswert. Da sollte man direkt mal hingehen. Wie ihr sagt, verlinkt Attacke. Dudu. In der letzten Folge. War ich nicht dabei? Die geht zusammengefasst bestimmt maximal 10 Minuten. Das ist auch irrelevant. Dann fass die mal zusammen jetzt, damit ich weiß, was passiert ist. Nee, das davor ist viel wichtiger und das danach kannst du dir nachher anhören und ein Teil davon wird Sophie dir heute vermutlich sowieso direkt mitteilen. Nee, das davor. Da war ich Fassen wir geistig nicht dabei. zusammen. Also, Flummi, du kannst dich jetzt nicht rausreden mit, ich bin krank, du wirst heute spielen. Ich kann mich aber mit auf rausreden, dass ich gerade noch am Essen bin, also fass bitte zusammen. Ich esse auch. Insane. Jo. Also, da waren Dinge mit Bar, Puka, Satyr, Treurüstung, Vergangenheitsblick auf Eternal Darkness and Doom, Mimi, Ende. Ich glaube. Das war so schön, dass wir dich ab jetzt immer die Zusammenfassung machen lassen. Ich denke auch. Nö. Achso, ich habe ja heute noch richtig guten Hall in dem Raum, warte, muss ich kurz ausnutzen. Nein! Na, so toll war das auch nicht. Für mich klang's ziemlich gut, aber ich habe ja auch keine verdammte Musikausbildung, also. Warum eigentlich nicht? Was ist los? Streng dich mal an für deine Spiele. Nö, also. Das nächste Bardenliedchen wollen wir auch von dir geträllert haben. Ich habe da wenig Hemmung. Du erzählst mir nur, dass ich nicht singen kann, aber ich mache das deswegen ja trotzdem noch. Samstag, na gut. 2 Tage nachdem wir es jetzt mal gespielt haben, also ingame 2 Tage. Also hier, Sophie hatte sich mit Wally getroffen und dann hat er noch ein bisschen rumgechillt. Ich meine, es gab ja Dinge zu verarbeiten. Und so weiter. Macht erstmal was. Irgendwann an einem Morgen, an einem Samstagmorgen, sitzt Sophie schon in der Küche. Sie hat eine Tasse Tee dort stehen. Hat aber kein Frühstück gemacht. Ist ja auch kein Einkauf da. Stimmt. Weil, damit komme ich nämlich gerade um die Ecke. Ich habe Oh. nämlich gerade schon eingekauft. Weil es war nämlich nichts im Haus. Du bist sehr früh auf. Noch. Du bist noch früh auf oder du bist noch auf? Noch auf. Du bist ja bescheuert. Ja, das ist richtig. Aber ich musste gestern feiern und da habe ich den Einkauf gleich mit. Und Das ist warst ja du wohl da nicht. feiern? Ja? Na, wo du feiern warst? Der Geburtstag. Welcher Geburtstag? Ach so. Ah ja, stimmt, du warst ja weg. So, ich muss auch gleich ins Bett. Ah ja, apropos Bett. Kleinigkeit vorher. Ich habe irgendwie die Info zugesteckt gekriegt, dass hier wohl irgendwie eine Albtraum-Chimäre ihr Unwesen treibt. Sprich, wenn du träumst und von einem Wald träumst und aus diesem Wald ein roter Schimmer kommt, dann laufe von diesem Wald weg und gehe nicht auf diesen Wald zu. Wenn du dich Was? auf dem Weg ablenken lässt, ich wiederhole nur, was mir gesagt wurde. Wenn du dich auf diesem Weg ablenken lassen solltest, durch, keine Ahnung, ein Mädel, eine Blume, einen schönen Stuhl
oder irgendwas anderes, dann... Also einen schönen Stuhl habe ich bestimmt auch gleich, aber... Na, dieser Wald ist wohl, verändert wohl seine Lage. Also sprich, du, es kann sein, dass du dann wieder auf diesen Wald zurennst. Also immer weg von diesem Ding. Wenn du das nicht tust, wirst du vermutlich als schreiendes Gemüse irgendwo in der Irrenanstalt enden. Das war das, was man mir gesagt hat. Ich bin da gerade echt, danke für die Info, ich bin aber gerade echt dezent zu betrunken, um dir zu folgen. Wenn du dich gleich pennen legst und von einem Wald träumen solltest, geh nicht in diesen Wald hinein, laufe immer von diesem Wald weg. Egal, wo sich dieser Wald befindet, schlecht. Lauf einfach weg. Wald ist böse. Okay. Alte Hexe, sagst du. Nee, ich weiß es nicht, aber Wald ist böse. Alte Hexe im Märchenwald. Genau, alte Hexe im Märchenwald. Wald ist böse. Okay. Und das zweite, irgendwie habe ich... Hast du vergessen. Reden wir später drüber. Ich glaube, die ist outgetimed, oder? Ich denke auch. Ich gehe dann ins Bett. Damit würde ich dann ins Bett gehen. Und hoffentlich nicht von einem Wald träumen. Ach, du bist viel zu voll, um irgendwas zu träumen. Bester Schutz? Das ist der beste Anti-Geisterschutz. Anti-Schmierenschutz, Dingsbums da. Also genau. Dingsbums. Sich genau. Einfach übelst betrinken. Ja. Jetzt wissen wir auch, wie der komische Satyr so alt geworden ist. Immer einfach rattenstramm. So ist es nämlich. User disconnected from your channel. Sehr gut. Gleich gelegt. So, ganz schnell. Das war jetzt der Zeitpunkt, wo bei Flummi irgendwie alles zerstört wurde. Und bei mir auch. Heißt, ich muss ja wieder Dellys Aufnahme nehmen, also wieder komische TS-Geräusche drin, das aber ist nicht so schlimm. Und Flummi muss dann halt zu mir kommen, was ich ja nicht mehr wollte. Das heißt, ihr müsst euch nicht umgewöhnen, es gibt wieder jede Menge Hall für groß und klein. Weiter jetzt. Du hast mich nochmal darauf hingewiesen, dass ich nicht in den Wald gehen soll und dann habe ich gesagt, ich gehe ins Bett. Er war zu betrunken noch. Okay, dann lasse ich ihn jetzt ins Bett gehen. Ja, ich gehe ins Bett und schlafe hoffentlich. Ja, wie gesagt, du bist einfach zu voll, um zu träumen. Sehr gut. Der Rausch nimmt einen die kreativen Kräfte. Zumindest in dem Maß. Also du bist ja... Ich habe gut gefeiert. Ja. Du bist ja auch schon nicht mehr im Rausch, das ist ja schon Präkater. Weißt du, wenn man dann so erschöpft von der Party kommt und kaum den Rest der Alkohol merkt, aber alles schon langsam anstrengend wird? Eben. Die Anfun-Times. Wie wir in Deutschland sagen. Judy. Ich bin jetzt unglaublicherweise auch soweit. Schön. Macht weiter. Womit denn? David schläft und Sophie geht ihrem Tag weg nach. Ja, aber soweit ich weiß, hattest du irgendwann innerhalb der nächsten Zeit was vor. Also, Attacke. Ja, ich werde mich im Internet über Schrebergartensiedlungen in Eisleben informieren. Bitte nochmal. Ich werde mich im Internet über Schrebergartensiedlungen in Eisleben informieren. Schön. Es gibt eine größere, die ist ein bisschen, ein bisschen außerhalb müsste das gewesen sein. Ja. Was fällt dir noch was ein, was du benutzen kannst? Um das einzugrenzen. Ich überleg grad, war noch mehr bekannt? An was erinnerst du dich denn noch? Aus welcher Richtung wir gekommen sind, müsste Sophie noch wissen? Nee. Weiß sie nicht mehr. Ja, dann an nichts mehr. Außer das. Mann. Na gut. Na, ich weiß, dass da irgendwo Battlefields waren, aber... Naja gut, Battlefields werden ja da bei Google Maps zum Beispiel nicht stehen. Da war noch eine Fabrik. Nee, da war... Nee, hier, irgend so ein... Das SED-Parteibüro. Ja. Daran erinnerst du dich sogar mit Würfelwurf. Ja, das SED-Parteibüro von früher, das kann man dann googeln, wo das war. Und von da an wirst du es irgendwie mehr oder weniger finden, wo es ungefähr gewesen sein muss. Das gute alte SED-Parteibüro.
Ja, das waren die Besten, Alter. Was denkst du, was da getrieben wurde? Früher erst mal ein Wodka in den Schädel und dann ist mal ein bisschen rum. Das ist quasi wie eine Falle der Banalität. Also ich würde mir schon vorstellen, dass das so teuflisch so war, ja. Ja, das ist schon ziemlich awesome, weil wenn man da kleine Einhörner, Pink Fluffy Unicorns, hinjagt, dann ist das echt schon scheiße für die. Ja. Ich meine, es gibt doch Recherche oder so ein Shit, ne? Ja, ich glaube, ich habe das sogar. Du hast das sogar. Crazy. Guck mal da, okay. Ja, dort von diesem Büro ausgehend hast du sogar ein Spektakel der Naturwissenschaft oder der Natur allgemein, und zwar eine Schneise verbrannter Erde, nicht unweit von diesem Schräberjattengezücht, auf so einem Hügel, der sich entlang zieht von West nach Ost. Und also auch exakt auf einem Breitengrad. Und da, wo man sich heute nicht erklären kann, wie der entstanden ist, da gibt's immer noch die unterschiedlichsten Theorien. Weil das ist ja relativ frisch, das Ding. Und das war halt auch dann relativ über Nacht da, irgendwann vor 50 Jahren. Und da kann man sich auch mal angucken, ist ja auch hübsch. Total. Ne? Allerdings werde ich dann noch versuchen, die Richtung auszuloten, aus der ich gekommen bin. Denn das Feld habe ich meines Wissens nach nie erreicht. Das kannst du nicht wissen. Du weißt nicht, aus welcher Richtung du gekommen sein willst. Du weißt ungefähr, wo es Battlefield war jetzt. Okay, dann informiere ich mich, wie ich da hinkomme und wie weit das weg ist. Ja, 40 Minuten Zugfahren, ne? Easy. Ja. Okay. Wenn ihr schon mal dort wärt, könntet ihr natürlich auch herausfinden, ob Elsterglanz Feen sind oder nicht. Ich meine... Ich habe ja die Adresse nicht. Scheiße, stimmt. Aber das wären bestimmt Feen, Alter. Oder die sind einfach noch völlig bescheuert. Stimmt, ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, dass wir Elsterglanz treffen könnten, theoretisch. Das ist deren Geburts- und Wirkstatt, ja. Ja, eben. Awesome. Na dann, kannst du ja Elsterglanz suchen gehen. Ich hab da echt gerade echt Lust drauf. Sophie packt sich einen Rucksack. Irgendwas Spezielles? Nö. Noch am selben Tage? Ja. Okay. Weckst du mich? Na, alleine werde ich nicht fahren. Sehr gut. Aber niemand sagt mir, wann ich da sein muss. Ich muss mich nur informieren, wann da die Züge wieder zurückfahren. Ja, bis 0 Uhr bestimmt noch. Und es war ja früh am Morgen. Um 1 wecke ich dich gnadenlos. Oh, was soll denn das? Wir fahren jetzt nach Eisleben. Was? Wir fahren jetzt nach Eisleben. Hier ist dein Tee, zieh dich an. Warum Eisleben? Keine Fragen stellen. Oh. Los, beweg deinen faulen, winzigen Hintern aus dem Bett. Aber das ist doch gerade erst früh morgens. Nein, es ist 1 Uhr durch. Es ist doch gerade erst früh morgens. Ich kann doch nichts dafür, dass du die ganze Nacht feiern warst. Ja, irgendjemand musste ja für dich mittrinken. Hä? Du warst ja nicht da. Ja, weil ich es vergessen hab. Sag ich ja. Und wer hätte die zwei schnellst auf dem Tisch stehen? Ich. Warum hast du mich eigentlich nicht angerufen? Check mal dein Handy. Check dein Handy? Sie holt ihr Handy raus. Das Akku ist leer, scheiße. Aber schöne Grüße. Ich hab gesagt, du wärst krank. Cool. Dann lade ich jetzt mein Handy auf und du bewegst dich in der Zeit aus dem Bett. Ich geh duschen. Mach das. Soll ich dir Frühstück machen? Das wäre cool.
Vielleicht später. Alter, ich hab euch noch nie von den Freuden erzählt, wie es ist, in dieser Wohnung zu duschen, ne? Nope. Also, wie alles andere auch bei euch, funktioniert natürlich eure Dusche mit Feuer. Das heißt, du hast eine Gastherme. An sich ist das nicht schlimm. Aber das Gerät ist ganz speziell eingestellt. Ja? Also du musst dir das folgendermaßen vorstellen. Du drehst das Wasser auf, egal auf welcher Stufe, erstmal natürlich todeskalt. So kalt wie geht. Und kälter. Dann machst du, versuchst es ein bisschen auf wärmer zu stellen. Du willst nicht gleich zu heiß, denn sonst wird es kochende Lava auf deine Haut tropfen und dir die Haut lösen wie Wachs. Also machst du ein Müh. Bei einem Müh passiert aber nichts, also in Richtung wärmer. Du machst ein weiteres Müh und versuchst dich immer wieder diesem kalten Wasser auszuweichen, vor allen Dingen mit so einem Nach-Leichtkater, das ist ja nicht schön. Und irgendwann erreichst du das nächste Müh, wo es dann plötzlich, du hörst Flammen im Bad, also eher noch in der Therme, und plötzlich kommt kochenheißes Wasser daraus, was da die Haut wie Wachs von der Haut, also vom Fleisch löst. Das ist ganz wunderbar. Man braucht ungefähr so 7 Minuten, bis man eine Einstellung gefunden hat, die einen nicht tötet. Diese Einstellung wird nach weiteren 2 Minuten, max, dann aber entweder wieder todeskalt oder kochend heiß umschlagen. Es ist eine wahre Freude. Ich muss sagen, das liegt aber dann an deiner Unsensibilität. Ich kannte diese Dusche auch und ich fand sie nicht so schlimm. Du warst nicht zu den Zeiten da, wo sie ausgerastet ist. Es ist ganz einfach. Wenn sie versucht auszurasten, werde ich sie fragen, warum sie ausrastet. Das ist eine Dusche, du kannst nicht mit jedem Gegenstand reden. Doch, ich werde jetzt mit dieser Dusche reden. Es ist mir scheißegal, ob sie mir zuhört oder da ist und antwortet. Okay, dann mach das. Jetzt? Nein, du musst es nicht ausspielen, aber sie ist wenig beeindruckt. Vielleicht ist sie einfach nur garstig. Das mag sein. Ich verspreche ihr eine Wartung, wenn sie mich jetzt duschen lässt, vernünftig. Sie scheint sich nicht darauf einzulassen, sie ist ein ziemlich harter Verhandlungspartner. Das ist mir egal, sie kriegt trotzdem eine Wartung irgendwann. Also eigentlich morgen, ich nehme das vor für morgen. Das geht mir auf den Sack. Sag mal, bist du ausgebildeter Klempner? Nö, das ist mir doch scheißegal. Du willst also einer Gastherme. Ich komm vom Dorf, das ist mir doch scheißegal. Die verbunden ist mit dem Gaszulauf des gesamten Hauses an irgendeiner Stelle. Willst du also rumvorwerken und mal gucken, was passiert? Nee, nicht gucken, was passiert. Ich werde mir quasi vorher die Pläne organisieren. Gleich noch, wenn ich dann irgendwann weiß, wo wir hinfahren. Und dann werde ich nämlich quasi alles bis auf das Gas mir mal angucken. Und das Gasende, wo halt nichts passieren kann, also quasi da wo die Flamme rauskommt, da kann ja nichts passieren, wenn ich daran rumschraube, das Ding werde ich dann mal ein bisschen reinigen und warten. Mhm. Also ich meine, das Ding kann nämlich durchaus verstopfen. Fragen, ob er dir jemanden schickt mit Ahnung, aber du kannst auch versuchen, dich umzubringen. Ja. Okay. Das machen wir dann morgen. Gut. Ja, ich dusche dann sehr gut und ausgiebig. Also verbrenne ich mich mindestens 2-3 Mal, aber das ist okay. Da muss ich jetzt durch. Und dann komme ich wieder an, tot aus der Dusche. Vorteil ist, man ist wirklich, es ist die weckende Dusche, die es überhaupt gibt. Weckendste. Ja. Also, warum fahren wir jetzt nach Dings? Nach Eisleben? Ja. Und weil da diese verdammte Schlacht stattgefunden hat. Schlacht. Ja, fuck. Darf ich? Was? Du erinnerst dich dran, wenn du sagst, ach so, wenn du ja, nichts sagst. Danke. Mein Frühstück ist dein Frühstück. Yay. Gut, ich frühstücke und die Schlacht hat da in Eisleben stattgefunden. Mhm. Das weißt du woher? Was weiß ich wie? Entschuldigung. Das weißt du woher, dass die Stadt in Eisleben
Dass die Schlacht nicht alles lieber. Das hat uns doch Torwald gesagt. Echt? Oh. Alles klar. Und was wollen wir da? Ich will wissen, was passiert ist, warum wir nicht gekommen sind. Das gibt irgendwie Sinn, ja. Ja, dann. Warum sind sie wieder noch rum und gehen nicht auf den Weg? Weil du nicht zu Potte kommst. Weil wie nicht zu Potte, ich bin fertig. Naja, außer okay. Frühstück. Aber da packe ich noch ein bisschen was ein und dann geht das los. Judy. Ja, ich mache uns Lunchboxen. Zwei an der Zahl. Und packe dann einen Rucksack mit Lunchboxen und Getränken und Dingen, die man so braucht. Mein Fernrohr zum Beispiel. Ich wollte gerade fragen, was so Dinge sind, die man so braucht, aber eigentlich ist es irrelevant. Ihr habt eh nichts, was mich jetzt irgendwie interessieren würde, was ihr mitnehmen könntet. Ich meine, ihr werdet ja keine Kletterausrüstung mitnehmen können, weil ihr keine besitzt. Das ist richtig, aber ich kann ein Handy mitnehmen und eine Powerbank, damit mein Handy nicht leer wird. Für den Fall, dass ich es brauche. Das ergibt Sinn. Ja. Okay. Und quasi mein Fernrohr. Mein Fernrohr ist cool. Wollen wir unsere Tierchen mitnehmen? Aber die können wir nicht hinzupacken. Nee, die können wir nicht hinzupacken. Wenn wir ins Fahrradabteil gehen, das geht, klappt das. Nein. Die sind viel zu riesig. Fahrräder auch? Fahrradabteil, da ist Platz. Also es ist eine Regionalbahn, die hat tatsächlich ein sehr großes Fahrradabteil. Ich weiß nicht, ob das klappt. Wir können es probieren. Ja, guck. Wir versuchen es einfach mal. Ach ja. Ich habe, wie gesagt, gestern noch erinnerst du dich hier an die Tante aus Leipzig? Die auch da war, als wir am Feenhof waren, am Hof waren. Weißt du, mit wie vielen Leuten ich da getanzt und geredet? Nein, und die Ski, die so schnell wieder abgehauen ist. Du meinst die Feuerblume der Lehrer? Nee. Sof hieß die. Baroness Sof? Ja. Ja, an die erinnere ich mich. Einer von deren Leuten hat mich gestern besucht. Ein Aaron. Und irgendwie ein bisschen gequatscht, der war eigentlich ganz okay. Aber der meinte, es gibt halt auch die Möglichkeit, dass wir, weil wir wohl vermutlich in Zukunft noch einige Aufgaben erledigen müssen, im Rahmen unserer, was weiß ich, wie man das nennt, Ausbildung, keine Ahnung. Und er meinte, wir müssten, also die sind normalerweise, macht man die für den Baron. Und das ist in diesem Fall, oder vielmehr für den Grafen, aber in diesem Fall ist es möglich, eventuell zumindest eine dieser Aufgaben nicht für ihn zu erledigen, sondern für sie. Okay. Und was ist das für eine Aufgabe? Das weiß ich noch nicht. Es ging eher um so eine grundsätzliche Sache. Und dass wir das gegenüber Torwald mal irgendwann einstreuen. Ich würde das nicht jetzt sofort machen, sondern vielleicht einfach in 1-2 Monaten. Ja, und vor allem, warum sollten wir für sie arbeiten, wenn es normalerweise für unseren Baron ist? Möglich ist das. Weil, also eigentlich gibt uns Torwald diese Aufgaben.
Er ist aber natürlich dem Grafen verpflichtet. Das heißt, es werden Aufgaben sein, die über Umwege für diesen Grafen gemacht werden. Und da sie aber ebenfalls quasi seine, ich weiß nicht, Vorgesetzte ist, wie auch immer das ist, also zumindest im Adelsrang ist sie um ihm, ist sie über ihm. Das heißt, dass sie genauso ihm sagen kann, dass er uns eine Aufgabe geben soll. Ich glaube, ich würde das auch machen. Das ist immer ganz gut, sich vielleicht mit jemandem anderen nochmal gut zu stellen, glaube ich. Sollten wir dann entscheiden, wenn wir wissen, was für eine Aufgabe das ist. Ich glaube, das werden sie uns vorher nicht sagen. Dann wäre das aber ziemlich scheiße. Naja, das ist aber völlig egal, wer uns diese Aufgabe gibt. Torwald gibt uns diese Aufgabe. Offiziell ist es Torwald, der uns diese Aufgaben gibt. Heißt du nicht Torwald? Hä? Heißt du nicht Torwald? Ja, meine ich doch. Gut. Also, ich weiß nicht, ich finde die Idee nicht schlecht. Aber was für mich gilt, muss nicht für dich gelten, wenn du das nicht willst. Also. Na, Torwald sagt, wir sollten erstmal noch keine Deals mit irgendwelchen anderen Leuten machen, weil ist ja alles gefährlich. Deal. Es ist kein Deal. Es ist kein Deal. Es ist lediglich eine Möglichkeit. Übrigens war sie diejenige, die dich bei Gericht gegen Dougal verteidigt hat, das weißt du, ne? Mhm. Ich weiß das. Gut. Aber ich meine deshalb gut stellen, weil Dougal hier permanent am Hof ist. Das heißt, der wird mehr Einfluss auf den Baron haben als sie. Ja, auf den Grafen. Ich ach, Mann. Irgendwann kriege ich das noch hin. Ja, mach dir keine Sorgen. Noch ist es nicht so schlimm, wenn du die Sachen falsch machst. Aber in ein paar Tagen, also beziehungsweise ein paar Monaten, dann sollten wir diese Ringe auf dem Schirm haben aufgepoppt. Ja, ich meine nur, dass das eine Option ist. Und ich glaube, das ist eine Option, die ich zumindest für mich gerne annehmen würde. Weil, wie gesagt, wenn du das nicht willst, ist das deine Sache. Das muss nicht sein. Wenn du eine andere Aufgabe kriegst, helfe ich dir dabei. Selbstverständlich. Aber ich würde gerne zumindest bei einer Sache, glaube ich, darauf eingehen. Und es ist nur eine Möglichkeit. Thorald kann sich auch dagegen entscheiden. Mhm. Also, wie gesagt, er ist derjenige, der uns diese Aufgaben gibt. Das heißt, er kann auch dann sagen, aber der Graf hat doch. Deswegen. Mhm. Also letzten Endes wählt er diese Aufgaben aus. Beziehungsweise, wenn der Graf sie ihm gibt, muss er sie ihm geben, aber er ist halt, wie gesagt, primär dem Grafen verpflichtet. Und ich glaube, wenn er eine Aufgabe von ihr für uns annehmen würde, müsste er sich eh vor dem Grafen dafür verteidigen. Deswegen, es wird das vermutlich dann auch eine sein, die er für sinnvoll erachtet. Und ich glaube nicht, dass er uns auf einem Messer laufen lässt. Es würde ja, das diesem Eid zuwiderhanden liegen. Irgendwie diesem Eid zuwider sein, den er da geleistet hat. Jo, das ist wohl richtig. Juti, das Problem ist, ich will ihn noch nicht in die Zwangslage bringen, weißt du? Wenn er sagt nein, sagt er nein. Das muss er ja nicht. Er ist dazu ja nicht verpflichtet. Es ist ja nur eine, wir sagen ja nicht, wir tun das und ich habe auch nie eine Zusage gemacht. Und das ist gut, das ist gut. Ich habe nicht gesagt, ich mache das, ich habe gesagt, ich überleg's mir. Ja, das ist was wichtig ist. Wir werden es dann sehen. Ja, ich wollte es dir nur sagen. Danke. So, würde ich sagen, suchen wir uns mal ein bisschen ein Stück Geschichte, ne? Ein Stück Geschichte. Ja, wir machen uns auf den Weg und sammeln unsere Freunde ein. Mhm. Gehen dann zum Bahnhof. Mhm. Ja, die kommen mit. Das sind ja alles andere als scheue Tiere. Der eine ist neugierig und der andere ist ein Eisbär. Scheiß drauf. Da ist eigentlich echt wenig so. Ja.
Es ist ein bisschen kompliziert, weil wir die Türen immer ein bisschen länger aufhalten müssen, aber... Na, bis zum Bahnhof könnt ihr... Also in die Straßenbahn kriegt ihr die nicht. Nö, da müssen wir laufen. Ja, da ist mit dem Fahrrad. Wir müssen erfahren. Ja. Und dann hoffen, dass es nicht vom Bahnhof geklaut wird oder so. Aber da können die ja nebenher trotten, das ist ja nicht das Problem. Weil ich meine, die laufen auf der Straße und wenn eine Bahn denen entgegenkommt, dann laufen die durch die Bahn durch. Der Bahnhof selbst ist das Erste, was euch an dem Tag als etwas außergewöhnlich auffällt, weil normalerweise hast du so hässliche Glasschiebetüren, die sind halt ziemlich Standard. Aber der Bahnhof ist einmal das, ein kleiner, ich meine, der hallensische Hauptbahnhof hat irgendwie 12 Gleise, das ist jetzt kein tierisch großes Ding. Aber der ist einmal das und einmal ist er ein monströses Bauwerk mit Zacken und Kanten und viel zu vielen Zahnrädern, wo überall kleine Essen sind, wo verschiedenfarbiger Dampf, nicht Rauch, Dampf ausgeblasen wird. Manche dieser Essen machen dann auch Pfeiftöne, die insgesamt ein Glockenspieler, nein, ja, doch, eigentlich ist es eher eine Orgel ergeben. Es ist eine Bahnhofsorgel. Sie spielt eine Melodie, die ein bisschen einer Fahrstuhlmelodie ähnelt. Also so von der Komplexität auch. Aber sie hat natürlich doch einen sehr ratternden, maschinellen Unterton. Die Eingangstüren sind ein Maul aus Stangen, das sich für jeden öffnet, der da durchgeht. Also der Bahnhof macht das Maul auf und verschlingt dann Leute quasi. Sieht jetzt nicht zwingend super barbarisch oder gefährlich aus, aber doch etwas anders als sonst. Außerdem gibt es für euch natürlich jetzt noch Gleis 13. Es ist nicht Gleis 9, 3 Viertel, das wäre total behindert. Aber Gleis 13... eben, das schon von außen mit einem Schild noch angepriesen wird als Eisensänger. Also steht nicht Gleis 13, da steht einfach der Eisensänger. Was zum Teufel ist der Eisensänger? Das siehst du von außen nicht. Ich glaube, das ist irgendeine Beförderungsmöglichkeit, denn Aaron hatte auch davon geredet. Irgendwie, weil ich gefragt habe, wie man dann da hinkommt. Und dann meinte er, dass das ja der übliche Transportweg sei. Okay. Das Problem ist, er muss bezahlen. Und? Wahrscheinlich nicht Geld. Ja, aber das wird ja, das ist eine Fahrt. Also das wird ja jetzt nicht... Müssen wir mal gucken. Ja, aber... Ist das Haus hier von den... Ich gucke mich einmal um, ob hier Menschen sind. Also in dem Bahnhof, ist, Bahnhof. Ist ganz normales Menschenvolk, weil der Bahnhof ist dieser normale Bahnhof, den du kennst und auch das andere. Ich meine nur so in der Nähe, die dann halt was hören würden. Ja, also, ne? Niemand achtet... So ein Gesprächs, wenn du normalerweise ein Gesprächsfetzen irgendwo mitbekommst, ist ja immer bescheuert. Erst neulich hörte ich, ach, Käse kann man auf alles machen, außer Pepperoni. Was ihr da labert, da kriegen die Leute nur ein Wort mit, ist egal. Das ist gut. Das ist hier Dougal, ne? Bitte? Das hier ist Dougal. Du siehst kein Wappen von denen. Zahnräder könnten halt auch Nöcker sein. Weil das Wappen der Nöcker, das hast du schon gesehen, ist einfach nur ein dickes, fettes Zahnrad. Ja, ja, aber Dougal und Nöcker, die arbeiten ziemlich hart zusammen. Hier jedenfalls. Naja, und? Weil ich meine, drumherum kommen wir sowieso nicht. Ja, aber die haben der nette Herr von der Rohrpost hat mich auch mehr bezahlen lassen. Dann musst du halt damit leben, dass du Scheiße gebaut hast und jetzt den Preis dafür bezahlen musst. Man war so extrem provokativ, es war halt nicht klug. Man hat mir gesagt, ich soll das tun, was mir wichtig ist. Ich habe genau das getan. Das ist ja okay, dass du es getan hast, aber wenn, dann beschwer dich jetzt halt nicht. Das ist nein, das ich wollte dafür Dinge zu tun, die einem wichtig sind. Ich wollte nur dir sagen, dass das eventuell gerade eine doofe Idee ist, weil wir jetzt noch nicht über die nötigen Ressourcen verfügen, um das zu können. Ja, wir können doch erstmal
rausfinden, was wir jetzt überhaupt theoretisch machen müssten oder was wir bezahlen müssten. Und das könnten wir tun, aber wahrscheinlich ist das halt einfach zu hoch der Preis. Ja, aber wir können es probieren und wenn das nicht geht, dann müssen wir uns halt entweder... Fahren wir halt mit der regulären Bahn, was halt einfach, wo wir den Preis schon kennen. Ja. Aber ich würde zumindest rauskriegen wollen. Das können wir machen. So, dann auf zu Gleis 13, da kriegen wir bestimmt mehr Informationen. Jawohl. Gleis 13 befindet sich selbstverständlich nicht neben Gleis 12, das wäre ja absurd. Gleis 13 erreichst du, indem du eine Treppe nach oben gibst, die es nur für dich gibt. Und in der du dann vermutlich wieder verschwindest und das ist dann quasi über allen anderen auf dem Dach. Dann folgen wir jetzt diesem Weg. Es ist eine Wendeltreppe. Es ist aber anders. Vor dieser Wendeltreppe hast du ein Schild. Bohrkopftreppe stehen bleiben. Ich bleibe stehen. Auf der Treppe oder davor? Davor. Dann passiert nichts. Ich tritt auf die Treppe eben. Ja, die bohrt sich nach oben, sodass du nach oben befördert wirst. Habe ich mir noch gedacht. Ja. Passen die Viecher da eigentlich drauf? Ja. Okay. Das ist etwas breiter schon. Da müssen ja auch Trolle drauf passen, also. Ja, ihr werdet nach oben geschraubt und befindet euch dann auf dem Gleis des Eisensängers. Da ist erstmal nichts, auch keine Schienen. Du hast am Ende dieses Gleissteges so ein Häuschen, anscheinend so ein Fahrkartenverkäufer. Darin sitzt ein Nöcker mit einer Bahnhofsmütze und einer Kelle, der sich gerade ein Pfeifchen stopft und dazu trinkt er etwas, das verdächtig nach einem wie heißt denn das Ding gleich? Bier, Kaffee, Tee, Schnaps, Flachmann, Öl. Das mit Eistee und Schnaps. Long Island Eistee. Der nämlich trinkt. Der wird nicht mit Eistee gemacht. Jetzt schon. Okay. Hey, ich hab doch keine Ahnung, ich trinke Bier, wie sie es hört. Nächstes Mal, wo wir uns treffen, mache ich dir mal Long Island Eistee. Sehe ich nicht. Ich sehe mich Bier trinken. Ja, passt schon. Ein oder zwei Liter davon kannst du trinken. Ist klar, du wirst schon, dass du mich wieder hemmungslos unter den Tisch saufen wirst und ich dann auf dem Boden liege und weine. Wie letztes Mal. Finde ich gut. In der Drehung, ja. Also hier Jünter wird anfangen, schon mal in der Mülltonne zu schnüffeln, ob es da was Interessantes gibt. Und der Eisbär, der ist eher nicht direkt lethargisch. Aber so ein Eisbär bewegt sich ja eher, wenn er muss. Das ist nicht wahr. Na, die müssen so viel erhalten, theoretisch an Körperwärme und an Masse bewegen. Die bewegen sich jetzt nicht so viel, wenn sie nicht müssen. Der springt nicht zum, was ich damit meine, ist, er springt nicht zum nächsten Mülleimer, um zu gucken, ob da was drin ist, sondern er trottet neben dir her. Er macht, was du sagst, also. Dann tut er das. Da lege ich hin und wieder eine Hand auf seinen Kopf. Ich gehe mal zu dem Nöcker. Guten Tag. Gut nennst du das, gut nennst du das, Alter. Ich musste heute schon 5-mal die bekackte Bohrkopf-Scheiße da hinten richten. Irgend so ein Spaß hat einfach mal wieder eine verdammte Kartoffel in den Auspuff gesteckt. Das Ding hatte bis gestern nicht mal einen Auspuff. Ich hasse Poker. Ja, ist natürlich ärgerlich. Du hast vielleicht mitgekriegt, wir sind so relativ neu hier. Wir würden gerne nach Eisleben reisen. Jetzt wissen wir allerdings nicht, wie viel das kostet. Tja, das kommt halt ein bisschen drauf. Also nee, anders, das kommt nicht drauf an. Kostenlos. Das gefällt mir.
Der Eisensänger transportiert jeden von dort, wo er gerade ist, dorthin, wo er gerade will. Zumindest erstmal so in Mitteleuropa. Dauert natürlich je nachdem ein bisschen länger. Also nach Westeuropa dauert's. Also beziehungsweise von hier aus in den Westen dauert's meistens 4-5 Stunden. Und von hier aus in den Osten dann so 2. Hängt natürlich auch davon ab, wie gut ihr trällern könnt. Ne? Trällern? Ja, das Ding heißt nicht umsonst Eisensänger, du Spacko, Alter. Deine Mutter, die liegt doch besoffen vom Aldi und riecht nach Bockwurst. Das kann also, gut sein. Also, das ist heute Samstag, ne? Macht die immer Samstag. Ja, krass. Also, die hat ihre Routine. Ekelhaft. Du steigst ein und fängst an zu singen und dann kommst du irgendwann an. Aber da wird dir nicht angesagt, wo du gerade bist, also musst du ein bisschen aus dem Fenster gucken. Okay. Wo steig ich ein? In welches? Ja, der kommt dann jetzt irgendwann innerhalb der nächsten halben Stunde oder so. Okay. Maximal eine Stunde. So, dann bräuchte ich mal eure Namen. Was? Kann ich das mit Singen auch beschleunigen? Nee, er ist ja nicht da, hör dich ja nicht. Stimmt. Ich muss hier euren Namen in diese Lochkarte stanzen und dann da eindingsen, also hier in die Maschine. Und dann kurbeln und dann geht das. Also Namen. Ich bin David. Mhm. Und die gute Dame da vorne, das ist Sophie. Mhm. Er stanzt euren Namen in eine Lochkarte und führt die Maschine ein, kurbelt und ihm wird ein anderer Zettel ausgegeben. Ja, so 40 Minuten. Hier steht, wir müssen draußen bleiben bei David. Wie bitte? Bei dir steht, wir müssen draußen bleiben. Das wäre aber ärgerlich. Da komme ich ja gar nicht an. Das hast du gut erkannt. Also, an dir ist echt auch ein großer Geist verloren gegangen, du. Ja, hab mir schon alle gesagt. Das kann ich mir vorstellen. Gut, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Danke. Hm. So, ich geh zurück zu Sophie. Du, was war das denn, du Spacko? Ja. Ja, eure Viecher können halt mitfahren. Können die singen? Unsere Gefährten, nun, sie können heulen, beziehungsweise andere Geräusche machen. Ich glaube, das zählt nicht als singen. Ich denke auch nicht. Aber danke. Ja, ich gehe zurück nach Sophie. Na, wie schaut's? Wir können wohl nicht mitfahren. Wieso können wir da nicht mitfahren? Wir müssen draußen bleiben. Hä? Steht da so. Ansonsten ist das kostenlos. Wieso und. Steht das so? Ich guck sie nur an, weil ich scheiße. Weil ich scheiße. Nein, weil ich scheiße gebaut habe. Deswegen steht da. Der Witz muss draußen bleiben. Ach so, na dann fährst du mit der Bahn und ich mit dem Ding. Ich will das nochmal machen. Du musst den ganzen Tag dann trällern, ne? Den ganzen Tag? Also die ganze Fahrt. Und du musst wissen, wo du hinfährst, weil... Na, ich weiß nicht, wo ich hinfahren will. Naja, also weißt du, wie Eisleben aussieht? Na, ich kann schon Bahnhofsschilder lesen. Okay. Dann kannst du auch die unsere Begleiter mitnehmen. Dann mach ich das doch. Gut, wir treffen uns dann da. Ja. Er kommt ungefähr also, sorry, aber Stunde. Ich will's gerne ausprobieren. Er kommt in einer Stunde dann an. Okay. So, ich gehe runter und ziehe mir ein Ticket nach Eisleben. Hm. Hey, dein Zug kommt schon in 10 Minuten. Perfekt. Sehr gut. Das ist viel angenehmer. So ist es. Es ist hier ein Schwein überall. Jo. Hm. Also ich meine, das dauert eine Weile. Irgendwann Sophie bei dir kommt,
Ein. Es sieht erst aus wie ein Heißluftballon. Nicht wie ein Heißluftballon, sondern wie ein Zeppelin. Allerdings ist halt der Körper, wo eigentlich das Gas drin ist, das Ding, wo man dann einsteigt. Das heißt, es hat auch nicht so einen Unterbau, so eine Passagiergondel, sondern das ist einfach ein langgezogenes Zäpfchen auch. Zäpfchen ist gut. Aus Kupfer, blank poliert, wie sich das hier hört. Die heutigen Hausdiebe würden sich vermutlich würden exploden in der Hose, wenn sie das sähen. Und darauf ist ein metallenes Gesicht, also ein anderes Metall, einfach normal metallisch glänzendes, undefinierbar weiblich oder männlich, in singender Pose, auch mit Hand nach vorn gestreckt, wie arienmäßig. Die Texturen dieses Bildnisses sind unheimlich filigran. Da kennt man wirklich jeden Pickel. Und da sind Pickel, das ist also nicht stilisiert, sondern das ist ja irgendwie ein Abbild offenbar. Und jede Unreinheit, jeden Mist. Man kann zählen, wie viel Wimpern auf der einen und wie viel auf der anderen Seite sind, wenn man das wünschte. Das Ding kommt zum Stehen, du hörst aus dem Inneren eine Vielfalt von Disharmonien, wenn man es so will. Nicht viele können besonders schön singen. Die meisten können singen. Offenbar hat man sich nicht auf ein Lied einigen können. Da ist wirklich, das klingt nicht schön. Wir sind ja in Zeiten des MP3-Players. Du besitzt den nicht, du bist in einem chimärischen Raum, da hast du keinen MP3-Player. In einem chimärischen Raum habe ich keinen Handy nicht? Ich dachte, das ist halb und halb. Nee, du bist da nicht mehr als Mensch vorhanden, du bist da als Fels vorhanden. Okay, das wollte ich wissen, na gut. Worunter fällt Singen eigentlich? Unter so einen Scheiß würfeln wir nicht? Nö, es interessiert mich nur. Ach so, warte. Wenn es sowas wie Ausdruck ist? Muss es ja, wa? Na, dann ist Sophie sogar gar nicht so schlecht. War das erlaubt, dass du so viel Präsenz hast? Tschüss. Ja. Achso, na, dann ist ja das gut. War auch nicht ernst gemeint. Ja, dann bist du eine der besseren Stimmen da. Du kannst die anderen nur nicht zwingend übertönen. Muss ich doch auch gar nicht. Möchtest du uns jetzt eigentlich als Spielerin was vorsingen? Das möchtest du gerade nicht, außerdem wird das dann in einem enormen Hustenanfall enden. Ich wüsste nicht, was dagegen spräche. Hab meine Meinung geändert. Ja, also die an der Seite öffnet sich eine Klappe mit so einem Ventilrad außen, was sich ja so selbstständig dreht, dann entweicht dem Ding erstmal Dampf, wie sich das gehört, obwohl da drin selbst keine Dampfquelle ist, das ist einfach ein normaler Passagierraum und du kannst einsteigen. Das Innenleben beschränkt sich auf harte Holzstühle, die gepolstert sind mit harten Holzkissen. Da, also für ihn war anscheinend nicht mehr so dann auch Ressourcen da, um das Ding schön zu machen. Es ist von außen wirklich wirklich hui, filigran, feinst poliert und geschliffen. Und von innen ist halt offenbar alles die Holzklasse. Gut, ich guck mal, was da so für Feen drin sind. Da sind ja noch andere drin. Ich möchte bitte einen, nicht Puka, sondern am ehesten einen Troll oder sowas fragen, was ich denn tun muss, wenn ich aus dem Ding wieder aussteigen will. Na gut, ich sag mal so, wenn es die Tür öffnet, kommt der Nöcker aus seinem Haus raus und stellt sich neben die Tür und hält die Kelle erstmal mit Rot nach oben. Da hören die anderen auch auf zu singen. Bis du einsteigst halt zumindest. Also wenn du den fragen willst, der hat anscheinend die meiste Ahnung. Dann wendet sie sich nämlich jetzt, wenn er eh neben mir steht, an den Nöcker. Entschuldigung. Juhu. Was muss ich denn machen, wenn ich hier wieder aussteigen, also wenn ich dann aussteigen will an meinem Ziel? Einfach aufhören zu singen? Nee, das Ding kommt irgendwann an, wo du hin wolltest und da gehen die Türen auf, da steigst du einfach aus und dann kommt ein Kollege von mir, zeigt rot und dann hörst du auf zu singen. Alles klar, cool, danke. Ja. Dann buxiert sie die beiden Viecher rein und sich selbst. Oh, und warte. Ja? Kein Ne. Hä.
Le-ne-fisch-er. Ich bin fast beleidigt, dass du mir so wenig Stil zutraust. Ich hab keinen Bock, wieder irgendwelche Fehlnoten und Popreste aus dem Geschmarder daraus zu kratzen, okay? Dann machst du das nämlich. Keine Helene Fischer. Und außerdem hatten viele wegen eines unaussprechlichen Liedes von ihr, als die Kacke populär war, Atemnot, als sie ausgestiegen sind, und wir haben die ganze Zeit die Kackbeschwerdebriefe bekommen. Und wir haben sie alle beantwortet. Ernsthaft? Oh, es war schön. Ich verstehe. Nein, ich besitze einen Rest Würde, das bedeutet keine Helene Fischer. Sie steigt ein. Ja. Die Tür wird sich hinter dir schließen. Du hast locker Zeit, ihren Platz zu suchen. Ein paar nicken dir zu. Es sind so 4, 5 andere da, ne? Er wird dann die Kelle drehen. Man sieht von innen auch, dass jetzt eine grüne Lampe oben angeht, wo drauf steht: Fang an zu singen, du hässliches Schwein. Und dann trällern die anderen halt los. Dann schließt sich Sophie einfach mal an. Mhm. Das Ding fährt ganz gemütlich langsam rückwärts aus dem Gleis aus und wird sich dann drehen. Du siehst jetzt, dass es offenbar doch Schienen gibt in der Luft. Sie bestehen aus vermutlich Noten, weil du hast immer so kleine Rundungen dann an den Seiten. Und das Ding setzt sich in der Luft in Bewegung, wird dann aber relativ schnell herabsinken, sich auf den Boden und neben dem eigentlichen Gleis eine Weile mitfahren und dann irgendwann die Richtung ändern. Zum Teil auch durch menschliche Bauten durch und so. Das kratzt das wohl alles nicht so. Ja, das heißt, damit fahre ich Luftlinie. Dann könnte ich sogar noch schneller sein als die Bahn. Hey, du bist auf jeden Fall schneller. Du bist innerhalb von vermutlich 15 Minuten da. Je nachdem, warte mal, wir könnten das tatsächlich mal würfeln. Du hast ja gesagt, du hast Ausdruck. Ja, auf 2. Jo, du bist nach ungefähr 15 Minuten da. Cool. Du wirst die nächsten 3 Tage einen unfassbar furchtbaren, tödlichen und wirklich schlimmen Ohrwurm des Liedes haben, was du da gesungen hast. Was gab's denn Schönes? Das müsste ich mir jetzt raussuchen. Da musst du das nicht machen, aber du hast einen wirklich schlimmen Ohrwurm. Ich habe einen wirklich schlimmen Ohrwurm. Ja, der ist halt wirklich penetrant. Du kriegst ihn auch nicht mit anderen Liedern weg oder so. Er setzt sich einfach durch. Okay. Zum Glück hast du dann einfach noch... weiß ich nicht, warte mal. Wie viel später kam dein Zug? Das habe ich nicht mitgedacht, scheiße. 45 also, Minuten. Er sagte 30 bis 40 Minuten. 45, sagt er. Ja, das heißt, du bist Minuten, quasi eine Stunde später da. Nee, was meinst du denn, wie lange du brauchst? 40 Minuten brauchst du, David. Das heißt, sie ist 15 Minuten später da, exakt, oder? Ja, 15 bis 20, ja. Ja. Ja, genau. Zwischendurch übrigens, was noch wichtig wäre, zwischendurch hat das Ding einmal angehalten, um jemanden in Kiel rauszulassen. Wo? In Kiel? Ja. Alter Verwalter. Die rote Stadt. Es ist nicht alles im Norden rot. Oh ja, Sophie singt Stairway to Heaven von Led Zeppelin. Shit. Ist auf jeden Fall ein richtig guter Ohrwurm. Gut, also du kommst eine Viertelstunde ungefähr nach David an. David, hast du irgendwas vor mit deinen beiden lustigen Tieren? Du hast direkt neben dem... Hat Sophie dabei. Eben. Ah, fuck, stimmt. Ich bin ganz alleine. Ich guck mich ein bisschen um. Helf einer alten Dame über die Straße. Sehr gut. Also ich kann dir ja einiges über Eisleben erzählen. Eisleben heißt ja Lutherstadt Eisleben und das war's. Wenn du aus dem Bahnhof raustrittst und dieser Oma über die Straße hilfst, glaubst du, 3/4 der Sehenswürdigkeiten und des allgemeinen Stadttreibens bereits gesehen zu haben? Ist ja kein Problem.
Ich helfe ja immer wieder. Ja, na klar, die ist auch nett und freundlich und bedankt sich und will dir 50 Cent geben. Dafür. Och, ihr Lächeln ist mir lohn genug. Das findet sie ganz charmant auch tatsächlich. Tja. Also wirklich. Das nehme ich jedoch. Achso, Daddy, wenn ich ab und zu mal kurze komische Pausen habe, dann warte ich mal den übelsten Husten einfach ab. Ja, ist gut. Kein Problem. Okay. Nee, die scheint dich auch mit ihrem. Mit einem ihrer Enkel zu verwechseln, weil sie dich dann Fridolin nennt. Aber das scheint sie noch glücklicher zu stimmen, dass sie heute nochmal Fridolin gesehen hat, offenbar. Perfekt. Sehr gut. Wie gesagt. Ihr Lächeln ist mir lohn genug. Gut. Ansonsten ist da halt wirklich nicht viel. Ich glaube, vermutlich hast du direkt davor irgendeine hässliche Luther-Statue, weil die ganze Stadt ist nichts anderes. Das ist okay. Und allgemein, ich meine, seitdem du David, der geile Traumsteinschnitzer bist, warst du jetzt ja nur in Halle und dort. Und da warst du auch nicht in so vielen Bereichen von Halle seitdem wieder, aber es scheint dir doch sehr viel weniger Glanz zu geben und sehr viel mehr Banalität. An dort, wo du jetzt bist, nicht so, dass es dir irgendwie schadet, aber hier ist alles kraftloser und farbloser und alles klingt ein bisschen dumpf. Du siehst auch keine einzige Fee dort. Super ärgerlich. Da waren gerade Kirchentage, oder? Oder waren die Kirchentage noch nicht? Ist ja quasi das Lutherjahr, da rennen doch bestimmt ewig viele Lutheraner rum, die sich tierisch freuen über Luther. Bestimmt. Top. Wann waren denn die Kirchentage? Keine Ahnung, wo die Kirchentage waren, aber. Nee, wann? Anfang des Monats war irgendwie, war nicht irgendwann letztens Luthers Geburtstag? Gott sei Dank. Was weiß ich, Alter. Wir sind ja erst irgendwie Mitte September. Da hast du noch ein bisschen Glück. Es ist vermutlich noch nicht so schlimm. Vielleicht gibt's irgendwo dann schon mal einen Aufbau für irgendeinen Shit, aber noch ist es nicht der Tod. Und ich glaube auch, Eisleben ist nicht so schlimm wie Jena, wo einfach überall steht, hier hat Goethe mal einen Furz-Quersitzen gehabt und in dieser Kaschemme hat er sein Pferd getränkt. Lass uns ein dickes, fettes Schild an jedem Haus aufhängen und guck, wie kultiviert sie sind. Ich glaube, so schlimm ist es auch nicht. Keine Ahnung, weiß es nicht. Sagen wir einfach mal nein. Es ist einfach wie viele der Städte in Sachsen-Anhalt. Tot! Ausgezeichnet. Ja, dann. Da ist halt nix. Wow. Gut, ich chill da ein bisschen rum. Lass mir ein bisschen die Sonne auf den Bauch steilen. Damit es mir ein bisschen besser geht. Und ja. Warte halt, bis sie da ist. Sie. Es gibt hier kein Gleis für den Eisensänger. Deswegen ist noch nicht ganz klar, aus welcher Richtung sie kommt. Aber Sophie, du wirst dann vermutlich direkt neben der Bahnhofs... Also nicht an irgendeinem Gleis, sondern an der Bahnhofshaupttür quasi noch außerhalb des Bahnhofs direkt daneben stehen bleiben. Ja, Sophie steigt dann aus. Na, sind wir dann auch mal da? Ja. Ich habe einen Abstecher nach Kiel gemacht. Nach Kiel? Na, ist ja ein kleiner Umweg. Wir haben jemanden in Kiel weggebracht. Ja, ist ja nicht das Ding. Ausgesprochen schnell dann. Aber, lassen wir es mal los, würde ich sagen. Wo müssen wir hin? Ich glaube, in die Richtung. Dann auf I, in die Richtung. Ja, ihr werdet vermutlich einen Stadtbus nehmen müssen. Da passen eure Viechter jetzt eher so mäßig rein, sag ich mal.
Ansonsten könnt ihr das auch laufen. Da es, wie gesagt, eine kleine Popelstadt ist, ist es machbar. Dauert aber bestimmt ein Stündchen, vielleicht anderthalb. Aus Rücksicht auf Barnaby und Jünter laufen wir. Eben. Gut. Für dich auch nochmal, Sophie. Ist alles deutlich banaler als in Halle. Kraftloser, farbloser, dumpfer. Ihr lauft dann durch die Stadt. Ihr habt jetzt tatsächlich alles gesehen. Allerdings hattet ihr das halt auch, wie gesagt, schon am Bahnhof. Und man sieht halt doch das. Also die Bevölkerungspyramide ist schon lange kein Eimer mehr. Die ist halt, also da sind wirklich nur alte Leute, ausschließlich. Wenn dort irgendwie die nächste Grippewelle durchgeht, ist Eisleben höchstwahrscheinlich komplett entvölkert, außer vier Leute. Und ihr kommt irgendwann schlussendlich, zumindest in Sichtweite von diesem Schreberjatten-Dings, ihr seht auf einem Hügel ein langes Stück, bestimmt einen Kilometer vielleicht zwei lang, verbrannter Erde, toter Erde, sieht aus wie Vulkanasche, die dort irgendwie sich auf der Erde bedingst hätte. Und die Pflanzen um euch herum summen ein trauriges Lied. Ein Lied, dessen Melodie schwer zu fassen ist, aber das ins Herz dringt und den Schleier der Trauer drüber legt. Yay. Kein Wunder, dass sie alle weg wollen, wenn hier so eine Trauerstimmung dran ist. Shit, ich muss mal kurz AFK, Leute. Jo, und nun? Ich weiß nicht. Sophie geht ein bisschen weiter in diesen Streifen rein. Guckt, dass sie so ungefähr die Mitte findet und setzt sich da einfach auf den Boden. Ich pass auf, dass du hier nicht irgendwie zu sehr eine Tür öffnest. Was? Wenn du hier eine Tür öffnest, wäre das vielleicht nicht gut. Mal gucken. Ich kann dir gerade nicht sagen, ob du in der Vergangenheit, ob du da nur siehst oder auch, ob du da Probleme bekommen könntest. Ja, dass du mir das nicht sagen kannst, ist mir klar. Eben. Und ich meine, ne, schau dich hier um. Das hier sieht nach ziemlich fett Mojo aus. Deswegen bin ich ja hier. Dann werden wir mal schauen, ob wir gleich in die Vergangenheit gucken können. Also hier kamen wir nie hin, hat er gesagt, ne? Trotzdem. Weißt du, wo wir vorher waren? Nein. Ich weiß, dass wir in dieser Schreberrettensiedlung waren, als wir diese Absprachen getroffen haben, die Schrebergartensiedlung, an der wir vorbeigekommen sind. Aber ich glaube, ich brauche hier erstmal ein bisschen Zeit. Sie holt hier einen Block raus. Und einen ziemlich weichen Bleistift, Kohlestift. Mach keine Dummheiten. Ich schau mich mal kurz um. Wieso behandelst du mich eigentlich wie ein kleines Kind? Sie grinst ein bisschen, als sie das sagt. Na, weil ich mir Sorgen mache. Worüber? Naja, du... Wenn es hier wirklich so übelst abgegangen ist und wir wissen ja nicht, ob dir was passieren kann. Und du weißt selber, dass du hin und wieder mal abwesend bist. Wenn du dann einfach durch die Tür trittst, dann wäre das nicht gut. Dann weiß ich wenigstens, ob es mir gefährlich werden kann oder nicht. Das bringt uns aber nicht, wenn ich wieder auf mein Orakel warten muss. Ich glaube nicht, dass es wirklich gefährlich ist. Sei trotzdem vorsichtig.
Ja, bin ich. Gut. Ich gehe da mal gucken. Und jetzt müssen wir kurz auf den SL warten. Sisi. Was habe ich verpasst? Du hast nur verpasst, dass David so viel gesagt hat, sie soll vorsichtig sein. Er ist sich umsehen gegangen, sie ist, nach einer Weile hat sie sich in die Mitte dieses komischen Feldes gesetzt und hat ihren Block rausgeholt. Also durch den Schrebergarten durch auf das Feld dahinter, okay. Ja, auf diese verbrannte Erde halt. Auf die verbrannte Erde direkt? Ja, da ist sie, genau da in die Mitte. Es gibt einen Grund, warum ich dir sage, dass ich vorsichtig sein soll. Es sei denn, du sagst mir jetzt, dass da so unendlich viel Banalität ist, dass es mir direkt den Mind wegbloatet. Also, die verbrannte Erde... Anders. Die Blumen trällern ihr trauriges Liedchen. Wenn ihr zu der verbrannten Erde hochlauft, dann habt ihr immer wieder mal das Gefühl, aus der Ferne das Echo von Schreienden und Sterbenden zu hören. Und von wildem Geheul und Geklirr, von wirklich unappetitlichen Geräuschen des Zerreißens. Und da oben auf dem Hügel, da wird's halt ganz schön warm. Da sind bestimmt 400 Grad. Wenn du direkt in die Mitte dieser Schneise gehen wolltest. Du meinst, ich kann da nicht hin? Wenn du da wirklich in die Nähe gehst, dann ist es wirklich schon irgendwann echt heiß, auch für David. Okay. Das ist nicht schön. Dann gehe ich so nah ran, wie ich kann und mache das dann. Es wird sich irgendwann erneut ein Fenster öffnen und erneut wirst du bezahlen müssen. Dann werde ich das tun. Schön. Du selbst befindest dich jetzt nicht auf diesem Feld und diesem Stück noch nicht verbrannter Erde. Du kannst aber beides aus der Ferne sehen. Stellst dir vor, du warst gerade im Norden des Schrebergartens und bist jetzt im Osten geschützt von einigen Bauruinen und einem Fleckchen Wald. Also zumindest geschützt, sichtmäßig. Du siehst dort auf einer Kriegsschildkröte mit einem ausgefahrenen Giraffenhals, wie das bei Kriegsschildkröten. Auf einer Kriegsschildkröte und nicht auf meinem Eisbären. Du sitzt da gar nicht. Achso. Wir müssen sowieso gleich mal Du's unterscheiden, aber ist egal. Auf dieser Kriegsschildkröte mit ausgefahrenem Giraffenhals. Ja? Wie das bei Kriegsschildkröten selbstverständlich üblich ist, sitzt David. Ja. Sitzt David und hält mit Davids gefährlichem Kuckrohr Ausschau. Sehr gut. Auf das Schlachtfeld. Dort geht's offenbar auch schon gut ab. Allerdings siehst du von hier nur einen Haufen Nebel, immer wieder mal glänzende Schrie hineinrennen in Formationen und dann hörst du einfach wirklich auch eklige Sachen, ne? So. David sieht jetzt auf eine Taschenuhr und steigt dann von seinem Ausguck hinab. Und wird sich hinsetzen. Du bemerkst das jetzt, dass neben der Kriegsschildkröte ein ganz normaler Mensch an dem Baum gelegen sitzt und schläft. David stellt sich neben ihn und greift in des Mannes Traum, zerrt und zieht, wirklich mit Anstrengung, stemmt die Füße in den Boden. Er hat sich dafür extra einen kleinen Fußtritt gebaut, damit er sich da besser dagegen ziehen kann. Wie beim Tauziehen kommt ein langes Seil irgendwann da zum Vorschein. Und er zerrt noch ein bisschen weiter. Und ab irgendeinem Punkt siehst du dann die Hand eines Satyrn, der dann aus dem Traum herausgezogen wird. Und als der raus ist, purzeln nach und nach. Am Anfang purzeln die wirklich, wie das halt beim Tauziehen üblich ist, ja. Eine Vielzahl von Feen hinaus. Ein Tor hat sich
gebrochen, wurde aufgebrochen aus des Mannes Traum. Und da kommen Chimären bestialischer, wildester Art, ungezähmtes Zeug heraus, Puka, Satyr hauptsächlich, aber auch andere Feen, irgendwelche Pflanzenviecher und eine durchaus üppige Frau, die auch mehr als wild und ungestüm einerseits wirkt, auf der anderen Seite aber auch wie das brutalste Klischee aller Fruchtbarkeitsgötter, die es irgendwie zur Steinzeit gegeben haben kann. Also da ist auch wirklich alles dran. David unterdessen greift erneut in des Mannes Traum und bringt dann erstmal den Sommer zutage. Also das war ganz offensichtlich der Frühling, ich denke, das war klar. Viele Eschu, ein paar Trolle, zwei Ski sogar, mit hauptsächlich goldenen Gewändern und edlen Rüstungen, das ganze Pack. Es wird angeführt von einem Mann dunkler Hautfarbe, der extrem groß ist und einen Speer mit blendender Spitze trägt. Also so ein Jagdspeer. Er hat doch ein etwas, vielleicht ist es der arrogante Blick, aber vielleicht ist es auch einfach nur sein Übermaß an Präsenz, was er zur Verfügung hat. Er wird dann auch auf die Frau zutreten, die werden beide erstmal ins Gespräch kommen, sich umarmen, als würden sie sich schon immer kennen. Und David zerrt weiterhin und du siehst aus dem Nebel brechen Trolle und Rotkappen, Slua und Nöcker mit unfassbarem Kriegsgerät aus rostigem Metall, als wurden viele Kanten, viele merkwürdige Wurfgeschosse und einiges mehr verarbeitet. Auch sind die Rotkappen improvisiert gerüstet mit allem Möglichen, womit man Köpfe einschlagen kann. Dann auch du mit Speer und Schild und Barnaby, der selbstverständlich auch gerüstet ist und natürlich auch eher in rostiges Metall. Man muss ja auch nehmen, was man kriegt. Des Weiteren fällt ja auf, dass, also du trittst jetzt auch auf die beiden anderen zu, ihr unterhaltet euch in einer Sprache, die keine andere von denen zu verstehen scheint. Du jetzt aber schon. Und es geht wohl darum, dass ihr gerade noch kurz auf den Herbst warten wollt. Bei welchem Du sind wir jetzt? Das alte Du. Du stehst eigentlich die ganze Zeit nur rum. Okay. Nennen wir das andere Du Sophie. Okay. Ich meine, du guckst ja die Kacke jetzt nur an. Ja, also ich sehe, dass David uns quasi alle irgendwie... David hat euch durch den Traum dieses schlafenden Menschen, der übrigens immer noch pennt, obwohl da wirklich auch viele Leute rausgekrochen kamen. Bestimmt 300 Leute plus Kriegsgerät. Zum Teil über seine Füße drüber gerollt. Der Typ pennt halt einfach weiter. Der braucht das bestimmt auch. Der hat sich bestimmt vorher angestrengt. So. Die Nöcker murren im Hintergrund, dass der Herbst endlich kommen soll mit dem Rest der Nöckermaschine und mit all den Brennstoffen, die sie brauchen. Immerhin sei der Herbst reich. Die Rotkappen sind ebenfalls erpicht, darauf bald loszulegen. Und auch vor allen Dingen viele der Frühlingskreaturen, die kann man gar nicht mehr unendlich lang zügeln. Die haben durchaus Bock. Dann siehst du dich stürzen von Barnabys Rücken, auf den du unterdessen geklettert bist. Also du siehst Sophie stürzen von Barnabys Rücken, auf den sie geklettert ist. David stürzt auf sie zu. Aus ihrem Mundwinkeln rinnt Eiswasser, das dann irgendwann auf ihrem Gesicht gefriert. Und sie liegt ganz offenbar am Sterben. David fuchtelt natürlich erstmal mit seinem Schwert rum, damit keiner an sie rangeht. Wer weiß, für niemanden ist ersichtlich, was da passiert ist. Die Rotkappen wittern Verrat. Vielleicht wittern sie auch einfach nur eine Chance. Was ist mit den anderen Orakeln? Warte. Denn sie gehen erstmal vor allen Dingen auf den Sommer und auf den Frühling los. Zumindest einige. Es folgt eine Keilerei. Eine Keilerei und zum Teil eine Schnetzelei.
Bis irgendjemand dann, es ist ein Satyr, laut um sich schreit, dass die anderen beiden ebenfalls tot sind oder im Sterben liegen. Die waren ja in ihren Reihen, deswegen hast du auf die nicht gleich den besten Blick gehabt jetzt. Aus der Frauenmund fließt Milch und aus des Mannes Mund kochendes Blut. Es verhält sich dann so, dass man die Trolle, die da sind, von wem auch immer, die da, bei wem auch immer die mitgekommen sind, versuchen, einigermaßen Kontrolle da reinzukriegen. Es gelingt ihnen fast. Einige sind schon längst desertiert jetzt. Aber auf dem Hügel, in der Ferne, siehst du einen Hochkönig entlang reiten, der euch da nichts bemerkt haben scheint, aber fast alle werden dort in den Staub gedrückt. An der Spitze seines Schwertes glüht eine Sonne, die eine brennende und verwüstende Schneise durchs Land zieht. Jetzt ist Flucht tatsächlich für viele eine sehr anstrebsame Option. Ja, also wirklich, Hals über Kopf. Manche schaffen es nicht, manche werden immer noch von seiner Macht in den Staub gedrückt. Manche ersticken in diesem Staub. Die Sonne brennt sich weiter zum Schlachtfeld. In all der Aufregung siehst du David, getroffen von einem kleinen Pfeil im Hals. Keinem chimärischen, einen echten Pfeil, aber als so ein, ja, so ein Blasrohrpfeil. Getroffen und stürzen. Er scheint sofort tot. Ein Slua tritt aus dem Schatten, während die meisten fliehen oder irgendwie versuchen, mit der Situation zurechtzukommen. Die Rotkappen gehen immer noch ziemlich vielen an die Kehle, die einfach gerade da sind und versuchen, ihren unstillbaren Hunger zumindest zeitweise zu befriedigen. Der Slua geht unbemerkt von allen anderen zu Sommer und Frühling. Er holt ein echtes Messer heraus und sticht es in die beiden hinein. Dann geht er zu Sophie und du siehst, dass Sophie, der Mensch, zur Besinnung kommt, die Fee in ihr aber schon längst tot ist. Und während sie versucht, sich zu orientieren und irgendwie sich zu erinnern an etwas, das schon lange jetzt weg ist, rammt ja auch ihr das Messer in den Magen. Was heißt rammt? Es ist ein Slua. Also, sagen wir mal ehrlich, er wird es zärtlich hineingleiten lassen. Danach werden die drei Orakel weggetragen. Und der Slua, der dieses wirklich schändliche Werk getan, erzielt ein Gemälde, was nur von dir stammen kann. Ich meine, du wirst deinen Stil ja wohl kennen, aus seinem Beutel. Es zeigt einen verzerrten Kastanienbaum mit vielen kleinen Laternen, die nur von einem Zwergen, also nee, nicht von einem Zwergen, sondern von einem Däumlingvolk irgendwie sein kann. Also diese Laternen hängen da in den Bäumen, auch kleine Baumhäuser für diese Zwergenart. Das ist alles ganz, ganz adrett anzusehen. Und auf dem Berg ist außerdem ein eingraviertes Herz mit L plus R. Das sieht wiederum, also das ist das Einzige, was wirklich aussieht. Der Rest sieht ziemlich chimärisch aus, aber das sieht wirklich aus. Dann streicht er Sophie über den Kopf, während sie weggetragen wird und geht seiner Wege. Die geblieben sind. Die irgendwie sich jetzt entschlossen haben, ihrer ursprünglichen Aufgabe zu folgen und zur Schlacht zu eilen, werden nur weniger Meter vor dir von schief flankiert. Die ersten Reihen bersten sofort. Und mit bersten meine ich, dass die Feen dort zersplittern und die Menschen auch. Die Ski müssen es irgendwie geschafft haben, aber das hat der Thorald euch ja auch erzählt, ihre feenhafte Gestalt in die Welt der Menschen zu bringen, und damit zerstören sie halt auch die Körper der Feen dort. Es sind eigentlich alles Fiona. Und wenn sie einschlagen, dann donnert die Erde, was die meisten schon zu Fall bringen würde, auch einige Menschen in Entfernung, die du siehst, zu Fall bringt. Und die Druckwelle zerfetzt die nächsten zwei Gärten, die dort in der Nähe sind. In all dem, irgendwo, ab irgendeinem Punkt müssen Barnaby und Jünter natürlich verschwunden sein.
Und vor dir auf dem Boden rollt David gefährliches Kuckrohr. Es scheint langsam zu verschwinden. Aber es ist wohl durch den Wucht dieses Aufpreis von Davids Hose irgendwie zu dir gerollt. Ich versuche es instinktiv mal aufzunehmen. Das kannst du sogar. Aber es löst sich langsam in deiner Haut, in deiner Hand auf. Kann ich noch durchgucken? Ja. Was willst du denn sehen? Ich will wissen, wo der Herbst ist. Der Herbst ist nicht da. Egal, wo du dich umblockst, du kannst auch auf diese Kriegsschildkröte treten und dich von dort aus umsehen. Er ist nicht da und du kannst damit dem Ding wirklich weit sehen. Aber ich meine, wenn er seine Streitmacht mitgebracht haben sollte, dann kann einem das nicht dicht auffallen. Alles, was du jetzt noch siehst, ist, dass die Nebel auf dem Schlachtfeld längst zerteilt sind und die Rotkappen ihren Vorteil verlieren, dass ein Troll noch dasteht und sein Schwert erhebt, während alle anderen vor dem Hochkönig erzittern, sich dann aber umsieht, sieht, wie Ski Lanzen von Pferden aus in die Leiber der Sterbenden rammen. Ein Schlachtfeld aus Blut und zerfetzten Leibern, wovon Teile dieser zerfetzten Leiber noch immer in den Mündern der Rotkappen sind. Und dann siehst du schwarz ausgegraute, wie zensierte Männer, die mit ihren eisernen Speeren auf den König zumarschieren, Ski um Ski abstechen, dabei eigene Wunden sich schlagen, schließlich zu Boden fallen. Die Feen in ihrem Umfeld schreien vor Panik und vor Wahnsinn. Manche reißen sich die Ohren ab, wenn sie in die Nähe dieser Speere kommen. Und irgendwann wird sich also dieser letzte Ansturm selbst vernichtet haben. Die Fiona, die neben dir die Reste eurer Armee zerdroschen haben, pulverisiert haben, ist übrigens das richtige Wort. Wir nehmen das. Pulverisiert haben. Scheinen sich jetzt umzusehen, werden nach einem kurzen Blick über das Schlachtfeld einander fragen, wo der Herbst nun sei. Und einer stellt dann fest, dass die anderen Truppenteile der Ski ihn irgendwo aufgehalten haben und dass man von ihm nichts hörte. Dass man nur hörte, dass sein Armeeteil sich aufgelöst hat und dass er sich wohl selbst entschieden hat, nicht zu kommen. Dass er Vernunft angenommen hat und die alten Regeln ehrt, nachdem die Orakel sich ja wohl auch nicht einzumischen haben. Es wäre wichtig, dass wenigstens noch einer von ihnen seinen Platz kennte. Oh, und dann wirst du weggezerrt. Also neben David auch. Okay. Oh, bevor du jetzt was sagst, machen wir erstmal Schluss. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Deli Dorftrottel und anderen.